Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für alles, was zum Fahrrad gehört. Ich bin Hans. Heute ist der, mal gucken, 2. März 2017. Heute wird es ganz kurz, weil ich nur eine kleine Ankündigung habe, und zwar folgende. Thomas und ich sind ab morgen, also Freitag, bei der Berliner Fahrradschau. Wir sind dort ab 18 Uhr oder so und freuen uns, wenn Hörer dort auch auftauchen. Schickt uns Nachrichten per Twitter oder per E-Mail. E-Mail ist ganz gut, die stellen wir dann einfach auf, weiß gar nicht, wichtig oder so, und rufen sie ab. Und vielleicht können wir uns treffen, würde mich freuen. Apropos Hörer, wir haben Bücher verlost. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht, das war, glaube ich, in der letzten offiziellen, regulären Folge, zum Thema Dreis. Und die Bücher haben Thorsten, Florian und Gabriel gewonnen. Und die sind aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir haben die ausgelost aus, ich glaube, 7 Eingaben. Das ist ganz schön viel, wenn man bedenkt, dass bei der letzten Verlosung, glaube ich, nur 2 mitgemacht haben. Also vielen Dank fürs Mitmachen. Vielleicht gibt es demnächst wieder was zu verlosen. Was gibt es bei der Fahrradschau zu sehen? Ich gucke mal, was ich mir so notiert habe. Also wir schauen uns auf jeden Fall die Stände von Canyon an. Da gibt es nämlich Kinderräder und ansonsten auch Sachen. Also ab Freitag läuft eine Ausstellung dort mit interessanten Bildern, unter anderem von Gianluca Gimini, wenn man ihn so ausspricht. Das ist dieser Typ, der Grafiker, der Leute gebeten hat, Fahrräder zu zeichnen aus dem Kopf, und dabei kamen wilde Sachen raus, und die hat er dann gerendert, also so dreidimensional gerendert. Die sehen echt aus. Und dann sind noch einige Künstler dabei, die die Bilder ausstellen. Da bin ich mal gespannt. Die startet am Freitag und läuft die ganze Zeit. Dann ist ein Fixie Race, U-Turn Fixie Race. Weiß ich nicht, ob ich da mitmachen darf oder kann. Dann gibt es die Bike Pulling World Championships. Die laufen alle 3 Tage. Auch interessant ist Kunstradfahren mit David Schnabel. Und der hat noch eine Partnerin dabei, die ich nicht kenne. Da weiß ich jetzt auch den Namen nicht, aber David Schnabel ist super. Und dann gibt es noch den Berlin Tweet Day. Weiß ich nicht, ob ich da hingehe. Auf jeden Fall gibt es jede Menge zu sehen, wenn Frauen zuhören. Ein paar Hörerinnen haben wir ja auch. Es gibt ein komplettes Ladies-Programm, kann man ja nicht sagen. Es gibt ein Programm für Frauen mit Diskussionen und mit Workshops. Das finde ich voll gemein. Es gibt den Routine-Check-Workshop, der für Women Only ist. Wird veranstaltet von der London Bike Kitchen. Ich glaube, ich laufe da mal hin und guck mal. So, am Sonntag gibt es den Classic Bicycle Market. Ich werde mal Bargeld mitnehmen. Vielleicht kann ich mir da ein Schnäppchen oder was Schönes kaufen oder Teile davon. Was gucken wir uns noch an? Fahrradkleidung gibt es ja immer schöne dort. Ich weiß auch, letztes Jahr habe ich mir verkniffen, eine Hose zu kaufen, obwohl die günstig und schick war. Vielleicht mache ich das dieses Jahr. Also wir melden uns auf jeden Fall per Instagram die ganze Zeit, vielleicht auch per Video über Instagram. Das ist unser Instagram und Twitter, sage ich mal, ist unser Hauptmedium am Wochenende. Ach so, und wir sind auch am Samstag, und zwar am Samstag, da muss ich jetzt mal suchen, Command F, Blogger. Am Samstag von 15 bis 16 Uhr sind wir in der Blogger Lounge. Das
ist eine Veranstaltung, die für alle offen ist. Also vielleicht sind ja Blogger oder Podcaster oder sonst Leute hier unter den Hörern und Hörerinnen. Die Blogger Lounge wird veranstaltet von Jule, die ist auch bekannt als Rademädchen, und als Miriam, auch als Hamburg Feeds bekannt. Da freue ich mich schon drauf, bin mal gespannt, ob ein paar Leute kommen. Kommt doch einfach auch dazu. Wenn ihr Pech habt, stellen wir euch ein paar Fragen oder zerren euch vor die Kamera. Ich habe nämlich eine Kamera dabei. So, ich freue mich auf die Fahrradschau und freue mich vielleicht, den oder die eine oder andere Hörerin am Wochenende zu treffen. Bis dann!